Barakallahu fikum, Schlafen. Es gibt verschiedene Arten von Schlafen. Es gibt einen Sekundenschlaf, was keine Wirkung hat. Oder zum Beispiel, du bist im Stehen, du schläfst. Das hat keine Wirkung. Aber da gibt es eine andere Art und das ist ein Schlaf, auch wenn du dich hingelegt hast oder im Sitzen bist und du bist noch da. Du hast noch irgendeine Wahrnehmung von der Umgebung. Dann ist das kein Problem, weil die Sahaba, radhiyallahu anhu, die kamen in die Moschee und die haben auf das Gebet gewartet und einige haben geschnarcht. Und dann standen sie auf und die haben gebetet, ohne Wudu zu machen. Und wir wissen aber im Hadith, dass Schlafen das Wudu ungültig macht. Das wird, wie können wir kombinieren dann die Schnarchen und die Beten und von der anderen Seite, Schlafen macht Wudu ungültig. Deshalb sagt man, okay, es gibt Schlaf und Schlaf. Es gibt Schlaf, du verlierst die Verbindung mit der Umgebung. Du bist weg. Ob du im Sitzen bist oder ob du im Liegen bist, dieses Schlaf macht dein Wudu ungültig. Aber ein Schlaf, du bist noch da. Du zum Beispiel, du schläfst so ein bisschen, aber du spürst, es gibt Leute um dich, es gibt Leute, die sich bewegen und sowas. Du bist nicht weg. Dieses Schlaf macht das Wudu nicht ungültig. Wallahu ta'ala alam. Und so haben wir die Kombination zwischen den Hadithen und Barakallahu fikum, dass Schlaf Wudu ungültig macht und Schlaf, was nicht tief ist, das Wudu nicht gültig, ungültig macht. Wallahu ta'ala alam.